wenn ich samstags aus der Klinik komme, dann mache ich erstmal vor allen Dingen Sport. Und habe eine lange Fahrradtour gemacht am Samstag. Da habe ich so in den letzten Monaten meine Liebe gefunden, als wir in Corona-Zeiten festgestellt haben, was kann man denn alles so machen. Normalerweise bin ich ein typischer Ballsportler. Und dann habe ich mit drei Freunden von mir im letzten Sommer einen Amateur-Triathlon gemacht, von zu Hause aus. Das heißt also Fahrradfahren, Schwimmen und Joggen. Ich habe meinen Garten erst den Rasen gemäht und dann vertikutiert und das ganze Zeug zusammengehakt, dann anschließend gedüngt und nachgesät und jetzt hoffe ich, dass das gelungen ist. Ja, und heute habe ich gerade schon mal vorab erzählt, war ich laufen 9 Kilometer in 1,5 Stunden einmal durch den Dienstlakener Wald. Neun Kilometer? Ja, wir waren echt fleißig. Wow, das ist krass. Sind Sie 2 Runden gelaufen, Frau Lüttring? Nee, ich bin hinten am Waldfriedhof. Ja. Da kann man ja sehr schön laufen und das ist eine Runde. Ich habe ja ein wunderschönes Dienstrad über Business Bike. Also vielen Dank nochmal für die Aktion, das läuft super mit dem Ding. Ich bin ja gestern auch mal in die Klinik gefahren und habe die Zeit genutzt und habe mit meinen Kollegen gesprochen, mit den pflegerischen Kollegen auf der Intensivstation, um einfach mal eine Stunde irgendwie Dampf ablassen zu können, also dass die Dampf ablassen können. Ich glaube, das war wichtig einfach mal. Also war ich auch fleißig, kann man so sagen. Und gestern Abend vor Reinhardt gab es bei uns auch Netflix und Prime. Das war richtig cool. Nach Kroatien. Kroatien, auch schön. Ja. Kann ich empfehlen. Ich biete mich auch als Kroatien-Beauftragte für den Sommer. Und Kroatien hat sogar vor, so ziemlich die Grenzen zu öffnen für die Touristen. Ja. Vor allem für diejenigen, die schon die Impfung erhalten haben, wird es gar keine Einschränkungen geben sollen. Und je nachdem, wer was mag, ob es die Flüsse sind, ob es irgendwelche Klippen sind, ob es See ist oder auch eine Bootsreise, kann ich gerne behilflich sein. Mein Lieblingsland von 72 Ländern, wo ich schon war, weil ich Reisen ist für mich wirklich eine Passion. Also das ist fast das war tatsächlich Iran. Also das ist so, wo das faszinierendste Land gewesen bisher, wo ich war. Aber gut. Ja, und es ist eigentlich relativ einfach, auch dorthin zu kommen. Also, beziehungsweise auch relativ einfach, einfach dort auch zu reisen, von den Menschen her. Die sind unheimlich freundlich. Das ist wirklich ganz toll. Weiß nicht, wer sitzt denn noch draußen, diese Lea? Sonst sind, glaube ich, alle drin. Und das sieht ja nach Meer aus eigentlich. Wenn ich so gucke mit dem Himmel hier, man müsste ja meinen, es wären so 22 Grad, aber dem ist leider nicht so. Es ist schon ordentlich frisch. Deswegen muss ich leider hier mit so einem heißen Kaffee mir so ein bisschen aushelfen. Ich hoffe, es ist in Ordnung und macht mich neidisch. Doch. Leia, bist du im Süden? Ja, bin ich. Ich bin im Garten. Schöner Garten. Schaut ja. Wie so ein wunderschöner Garten aus bei Ihnen. Ja, also es ist ja auch etwas Typisches hier im Ruhrgebiet. Hier gibt es ja die sogenannten Kleingärten, Schrebergärten. Ja. Ich bin seit 10 Jahren Gärtnerin. Und ja, mein Wochenende gestaltet sich dann halt auch drumherum. Gestern ein bisschen Gartenarbeit gemacht und sonntags ist immer so ein wenig den Garten genießen. Ich werde mal so ein bisschen zeigen. Ja, so ungefähr sieht das aus. Oh, das ist mein Häuschen. Da hinten steht noch das Arbeitswerkzeug. Ja, und genau, da sind meine Hochbeete, wo dann auch demnächst das Gemüse reinkommt und natürlich die Hängematte. Können wir dich so reihum buchen? Ja.
Sehr gerne. Möchtest du vielleicht auf mein Hochbeet legen, Julia? Ich habe da keine Probleme. Überhaupt gar kein Problem für mich. Da bin ich dabei. Ja, gerne. Schaut aus wie Urlaub. Ja, ist wirklich ein bisschen Urlaub. Ich trinke hier so Fuse Water mit Was trinken Sie da? Das ist Fuse Water, nennt sich das. Also einfach Wasser mit ein bisschen Minze und Zitrone. Und natürlich Minze aus dem Garten.